Der Virus Covid-19 breitet sich weltweit aus. Ihr habt es alle mitbekommen. Er betrifft unser aller Leben. Mit steigenden Fallzeiten werden die Ressourcen zur Behandlung knapper. Es kann sein, dass alle derzeitigen Bemühungen, die Pandemie einzudämmen, nicht ausreichen. Für genau diesen Fall gab die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, kurz DIVI, einen Leitfaden für die sogenannte Triage heraus. Triage? Das bedeutet so viel wie sortieren, aussuchen, auslesen. Triage, das ist ein Verfahren zur Entscheidung, wer medizinische Hilfestellung bekommt. Oder eben nicht. Für Menschen mit Behinderung wie uns sind diese Triage-Empfehlungen nicht hinnehmbar. Denn Menschen mit Behinderung werden darin strukturell und grundsätzlich benachteiligt. Ich glaube, es hackt. In den Triage-Empfehlungen wird die Clinical Frailty Scale, kurz CFS, herangezogen. Die Gebrechlichkeitsskala. Diese Skala ist sehr umstritten. In Großbritannien führte es anfangs zu einer grundsätzlichen Nichtbehandlung behinderter Menschen. Erst durch massive Proteste der Menschen mit Behinderung wurde dann relativiert. Sie teilt Patientinnen in Kategorien. Durch verschiedene Kriterien soll eine klinische Erfolgsaussicht für einzelne Patientinnen vorausgesagt werden. Denn damit soll nach dem äußerlichen Erscheinungsbild im Ernstfall entschieden werden, du bekommst eine Beatmung. Du auch. Und du nicht. Allein durch Abhängigkeit von anderen, der Nutzung von Gehhilfen, Rollstühlen und so weiter, gelten Menschen mit Behinderung demnach als gebrechlich. Das sagt nichts. Also rein gar nichts darüber aus, ob die Behandlung tatsächlich erfolgreich sein wird oder nicht. Doch damit nicht genug. Der Leitfaden führt Kriterien von Komorbiditäten mit Beeinträchtigungen des Langzeitüberlebens auf. Darunter auch weit fortgeschrittene neurologische oder neuromuskuläre Erkrankungen. Wie ich sie habe. Oder ich. Die ermittelten Werte entscheiden dann darüber, ob jemand eine lebensrettende Behandlung erhält oder nicht. Es geht also nicht um eine Best-Choice-Entscheidung. Das ist klar diskriminierend gegenüber Menschen mit Behinderung. Denn jeder Mensch ist Mensch. Doch im Ernstfall werden Entscheidungen getroffen, die darauf beruhen, ist das Leben der Person lebenswert oder nicht. Wie viel Lebenszeit verbleibt nach mutmaßlich erfolgreicher Behandlung? Bei solchen Entscheidungen werden behinderte Menschen massiv benachteiligt. Meist passiert das nicht absichtlich. Doch typischerweise haben Mediziner einen medizinischen Blick auf Behinderung. Sie sehen nur, was nicht geht. Sie sehen, was die Person nicht kann. Sie sehen nicht, dass ich höchstens einmal im Jahr krank bin. Dass ich einen Beruf habe. Dass ich gerne und viel reise. Dass ich mit Hilfsmitteln und Assistenz alles tun kann, was andere auch tun. Ich bin also weder gebrechlich noch krank. Und nun hat mein Leben weniger Wert als das anderer. Keiner möchte in der Haut der Ärzte stecken. Die Entscheidung bei Ressourcenknappheit ist sehr schwierig. Es geht nicht darum, dass in einem Fall eine Entscheidung getroffen werden muss. Es geht darum, dass keine willkürliche und diskriminierende Entscheidung getroffen wird. Diese Entscheidung kann und darf nicht durch Abhaken diskriminierender Prüfungskriterien abgenommen werden. Ich dachte immer, das Leben behinderter Menschen sei vom Grundgesetz geschützt. Nun lesen zu müssen, dass unser Leben weniger wert sei, das ist nicht hinnehmbar. Die Grundlage für eine solche Entscheidung muss also ein Gesetz sein. Das Bundesverfassungsgericht sagt auch ganz klar, dass Leben nicht gegen anderes Leben abgewogen werden darf. Es ist demnach die Pflicht des Gesetzgebers, Menschen mit Behinderung davor zu schützen, dass andere willkürlich eine solche Abwägung vornehmen. Denn Artikel 1 des Grundgesetzes schützt oder eingeschränkt die Menschenwürde. Mal wieder wurde zur Erstellung dieser Triage-Empfehlung nicht mit Betroffenen gesprochen. Mal wieder wurden der Deutsche Behindertenrat oder andere Organisationen nicht angehört. Doch diesmal geht es wortwörtlich um die Entscheidung über Leben und Tod. Die vorgelegten Kriterien könnten über eine ganze Minderheit von Menschen mit Behinderungen richten. Wir fordern deshalb die sofortige Rücknahme des Papiers der DIVI. Falls es trotz aller zu unternehmenden Bemühungen nicht gelingt, alle Patientinnen zu behandeln, muss der Gesetzgeber in einem Parlamentsgesetz dafür sorgen, dass Entscheidungskriterien keinen diskriminierenden Charakter haben. Und alle Patienten sowie die Behandlungsteams, also Ärztinnen, müssen Rechtssicherheit und Rechtsschutzmöglichkeiten nutzen können. Betroffene selbst oder ihre Angehörigen müssen bei der Ausarbeitung und Entscheidung einbezogen werden.